Hallihallo, ihr lieben Bastelwütigen und Papiersüchtigen da draußen. Ich melde mich dann mal wieder, so halbwegs gesund. Naja, gesund kann man nicht sagen, aber auf dem Weg der Besserung. Da dieses Buch nächste Woche weggeht, seiner neuen Familie zugeführt wird und dann wird es hier abgeholt, habe ich in ganz kleinen Schritten, habe ich das in den letzten Tagen dann noch fertig gemacht. Es fehlten noch einige Teile. Ich habe das nicht mehr in Gänze geschafft, aber so ein paar kleinen Deko-Scheißerle, die ich da geschnitten habe und wie ich es aufgesetzt habe, das habe ich dann kurz nochmal für euch zusammengefasst. Könnt ihr sehen. Thank you.
So, und den Rest, Außendeko, das habe ich dann tatsächlich alleine gemacht. Also, wir haben ein Buch. 20 mal 20 sind die Seiten. Das Buch ist 21 cm hoch und 22,5 cm breit. Ich habe mit dieser Akkordeonbindung gearbeitet. Es sind vier Seiten drin. Das Ding ist viel dicker geworden, als ich es ursprünglich geplant hatte. Ich habe dann das Karussell tatsächlich nochmal gemacht. Und ich habe ja festgestellt beim Werkeln, dass dieser Riegel, womit wir das befestigt hatten, dass der unbedingt aus dem 300er Karton gemacht werden muss. Und ich hatte dann fälschlicherweise das Teilchen auch mit dem 300er Karton gemacht. Und das war viel zu dick. Ich hatte das dann ordentlich verdrängt, als es dann fertig war. Und beim Weitermachen und Weiterwerkeln ist mir dann aufgefallen, nee, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das nochmal rausgerissen und habe das nochmal neu gemacht. Ist jetzt ein bisschen besser. Nach wie vor klappt das natürlich nicht mit den Magneten hier. Dafür ist das zu dick. Aber das gehört dann auch dazu. Das macht man dann auch. So, vorne habe ich einen kleinen Bilderrahmen gebaut. Das wollte meine Kamera nicht aufzeigen. Kann ich euch also nicht zeigen. Das heißt, ich habe aus Graupappe einen Rahmen geschnitten. Ich habe ihn geschnitten. Dann habe ich das mit Papier eingeschlagen. Dann habe ich ein Stück Windradfolie gegengeklebt und habe dann nochmal einen Streifen, kleine Leisten nochmal aus dünner Graupappe gemacht, damit hier ein kleiner Raum entsteht. Eigentlich sollte man das rausziehen können, dass man da dann das Bild aufsetzen kann. Und dann passt das da genau rein. Ein paar Bäumchen, ein paar Tierchen. Ich habe aus Holzbuchstaben den Namen. Es geht also um einen kleinen Rasmus hier aufgesetzt. Dachte erst, die müsste ich noch mit irgendwas bemalen oder mit dem Wink of Stella bearbeiten. Aber das habe ich dann doch gelassen. In dem ganzen Buch ist nirgendwo Glitter oder so. Also das wäre dann fehl am Platze gewesen. Ich habe nur die Seiten mit Stempelfarbe geinkt. Habe hier ein bisschen Jute-Borte-Band raufgemacht. Hier auch noch mal ein Bäumchen und ein Tier. Und hinten habe ich das ähnlich gemacht, habe mein Label noch dazu gesetzt und das war es dann. Ich finde, das ist stimmig. Man hätte das auch mit Ganzpapier mit bekleben können, aber ich fand das so ganz. Ich hatte ja von dem Zeug auch so viel, konnte also auch gut verarbeitet werden. So, wir beginnen und ich habe tatsächlich die Rückseite des Covers freigelassen. Gefiel mir dann besser. Ich wollte da nichts mehr zumachen. Hier habe ich überall die Monatszahlen und da hatte ich ja diese kleinen ja, Journals gemacht, mit dem, wo man dann so Eckpunkte des jeweiligen Monats dann draufschreiben kann, reinschreiben kann. Kleine Anekdoten, die man sich merken möchte, die man auf keinen Fall vergessen möchte, das kommt ganz gut. Ist der erste Monat. Ich habe hier ein Pergamentpapier gestaltet. Da habe ich mir ein Foto schicken lassen und habe die Eckpunkte der Geburt überall festgehalten, das Datum, die Uhrzeit, die Größe, das Gewicht, wo er geboren ist und habe dann die Tierchen, die überall im Buch sind, nochmal aufgegriffen, habe die an eine Wäscheleine geklemmt. Ja, dann klappt das einmal auf. Die Seiten sind also alle symmetrisch, das ist alles gleich. Das ist der Wasserfall, der mich um den Verstand gebracht hat. Ich finde, er ist jetzt ganz hübsch geworden, das ist ganz nett. Und habe hier oben nochmal Hallo, da bin ich aus den Holzbuchstaben gemacht. Hier die Nummer 2 und habe an den Stellen, wo Fotos eingefügt werden kann, kleine Platzhalter hingesetzt, gestempelt. Die können als Passepartout verwendet werden oder aber auch rausgenommen werden und dann kann nur das Foto da eingesetzt werden. Ich weiß, das ist immer schwierig dann für die Eltern von einem Monat tatsächlich ein Bild rauszusuchen, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe immer wieder Möglichkeiten, wo man dann doch ein paar mehr Bilder dann reinmachen kann. So, dann geht es auf die Rückseite und hier habe ich diesen tollen Mechanismus. Ich weiß gar nicht, mal wieder nicht, wie er heißt. Und zwar ist das dieses Teil, was sein Aussehen verändert.
Das hatte ich in einem Halloween-Buch mal gemacht. Da hatten wir dann einen Mond. Das war natürlich sehr passend, sehr treffend. Dieser Effekt bleibt hier natürlich aus. Ich muss immer nur ein bisschen überlegen. So, und dann geht es hier in der Mitte nochmal auf. Hier kann dann auch noch ein Foto untergeklemmt werden. Oder ein Fotoausschnitt oder ein Streifen oder dergleichen. Hier die große Fotomatte und hier wieder das kleine Mini-Journal für die Eckpunkte im dritten Monat. Dann haben wir hier die vier. Könnt ihr das sehen? So, besser, ne? Hier habe ich unten kleine Taschen angebracht, wo denn das Foto eingeschoben werden kann. Hier genauso. Nee, da ist keine Tasche. Tasche habe ich nur auf der anderen Seite. Also ihr seht, das ist sehr symmetrisch, es wiederholt sich alles. Aber ich mag das im Moment. Hab dann hier bei dem Elch mich ein bisschen Mosi zwischengeklemmt, weil Elche haben ja immer, die grasen ja im Wasser und dann haben die ja immer das ganze Gestrüpp da am Geweih. Dann gibt es hier, das ist eine Tasche, die kann auch ein bisschen mehr aufnehmen. Das heißt, da kann mehr als dieses Teil reingemacht werden. Einfach nur wie Leporello, wo man dann unterschiedlich Bilder einkleben kann. Sind wir schon im siebten Monat, Himmel nochmal. Hier auch wieder, das hätte ich gar nicht erhaben machen müssen, weil ja das Foto hier so gegenkommt. Hätte gar nicht zwingend sein müssen. Hier ist auch wieder eine kleine Tasche dran. Da habe ich einfach nur von dem Kraftpapier eine Tasche gebildet, aber mit Klebelaschen, also dass das nicht so knirsch ist. Dann haben wir hier das erste Wip-Element oder Schaukelelement oder wie auch immer. Hier können natürlich auch Bilder reingesteckt werden und hier kann dann auch was zugeschnitten werden und reingelegt werden. Die nächste Seite, die hat wieder eine Tasche. Und da ist auch wieder so ein Mini-Leporello. Da habe ich es, aus welchen Gründen auch immer, ich habe mir eingebildet. Das ist schön, das kann man machen, ein bisschen Abwechslung. Nicht an allen, auch immer da, wo ich angeklickt habe, da habe ich diese Taschen gemacht, genau. Und dann kommt das auch hier hinter. Dann haben wir hier diesen 3D-Schaukasten, keine Ahnung. Da habe ich hier nochmal was hintergeklebt. Das war mir von der Seite zu nackt. Ich hatte ja im Video, hatte ich nur diese Ansicht und hier die Eule und das fehlte noch, aber das war mir dann in Gänze etwas wenig. Darum habe ich da nochmal was hingemacht. Hier sind also große Fotomatten drin. Die Seite, die ich in jedem Buch habe, wo einfach nur Taschen sind, wo man dann Bilder reinschieben kann. Da hatte ich erst noch experimentiert, ich hatte mir eingebildet, da kommt hier. Ich habe einen so einen ganz großen Baum, aber das sah alles nicht aus, das habe ich dann gelassen. Ich habe hier ein Booklet gebildet, wo man dann hier ein Foto reinmachen kann oder zwei. Und dann wird das hier in die Tasche geschoben. Die geht tatsächlich auf. Da kann man dann natürlich auch ein größeres Bild reinmachen als dieses. Ich glaube, das sind 9x13. Es geht natürlich dann auch ein 10x15 hin. Kann man hier auch noch schreiben, wenn man möchte. Und dann kommen wir zum Karussell. Hier ist die Nummer 10, die ist genauso aufgebaut. Hier habe ich den Baum erhaben gemacht, damit man hier das Bild hinterschieben kann. Und dann kommt hier der Leporello, das Leporello, das Leporello. Ne? Und dann kann man das drehen. Ich habe also inzwischen auch das gelassen. Ich hatte ja gesagt, ich mache hier an die Seiten noch so kleine Tierchen ran. Das habe ich alles gelassen dann bei der dritten Variante. Ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Und dann in der zweiten Wiederholung sitzt das hier auch besser. Das sitzt mittig. Das andere war so ein ganz klein bisschen schief. Das habe ich besser hinbekommen. Das ist ein witziges Teil. Ich finde es nur halt in der Gänze, es wird sehr dick. Da müsste man hier die Abstände viel höher, viel breiter machen, damit man da mehr Platz hat.
Aber es ist ganz hübsch. Und dann sind wir schon bei der letzten Seite. Hier hatte ich ja diese Pop-up-Karte, der erste Geburtstag. Und die ist wirklich hübsch geworden. Das ist wirklich schön geworden. Da hatte ich ja im Ursprung was mit einer Torte gedacht. Und ich gedacht, das passt alles nicht. Und dann haben wir die Tiere nochmal aufgegriffen. Sieht furchtbar kompliziert aus, ist es aber nicht. Ist es wirklich nicht. Vielleicht zeige ich das irgendwann mal in einem extra Video noch. Das ist ganz einfach zu machen. Und ja, sehr, sehr hübsch. Hier klemme ich also das Dingelchen auch nicht an die Etikette, sondern klemme das dahinter, damit es auch gewährleistet ist, dass das nicht plötzlich aufklappt oder so. Und hier habe ich aus Overhead-Folie eine Tasche mit einer Dehnungsfuge gebildet, wo man dann Karten reinmacht. Da mache ich auch noch eine Karte rein, damit man da, ja, das die Lieblingskarten, alle werden nicht reinpassen, aber ein paar Karten kann man denn da rein tun und ich werde meine Karte, die ich dann mitgebe, auch gleich da reinstecken. So, ihr Lieben, lang, lang, lang hat es gedauert, aber wenn man dann vom bösen C und von Rückfällen überrascht wird, von der Bronchitis, dann ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich mag es sehr leiden. Ich hoffe, der jungen Familie wird das auch gefallen. Ich mache mich jetzt auf zu neuen Dingen. Ich hoffe, ich schaffe das alles mit meiner Kraft. Steht ja jetzt die Messe dann Ende März an. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Und man will ja dann nochmal was Neues anbieten, was Neues zeigen. Mal gucken, ob das alles so hinkommt, wie ich mir das denke. Und dann kommen ja auch wieder Kurse, wobei der nächste Kurs erstmal ausfällt. Da habe ich einfach die Kraft nicht zu. Aber wie gesagt, dann kommt dann wieder ein Buchstabe und eigentlich wird das ein schönes Jahr, ein aktives Jahr. Ich hoffe, ich kann das alles so mitmachen. So, ihr Lieben, das war's. Danke für eure Geduld, danke für euer Schauen und ja, wir hören uns. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Tada!